Da kann es also die sein, dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann lass uns mal weiterfahren, weil hier kommen wir jetzt eh nicht weiter. Weil hier über eine Zettel hinlegen? No, Sir. Oh Gott. Das Auto jetzt. Oh, fuck, wo ist das Auto? Lass noch mal kurz den ganzen Block hier abfahren. Gucken, ob hier noch irgendwas zum Anmieten ist. Einfach nur einmal rundherum fahren, weißt du? Siehst du ja von der Straße aus. Na klar. Hast du dich bei Winters gemeldet? Ja, Link, warum soll ich mich bei dem melden? Der hat gesagt, so ab 0 Uhr, er meldet sich. Achso, ich dachte, du hast ihm abgesagt, deswegen. Nein, hab ich nicht. Hätte das dann gesehen, wenn das Telefon aus wäre. Hier das. Büschelt nicht gesehen. Hey, fahren wir langsam weiter. Ne, ein paar weiter. Ist alles nicht vergeben. Du hast von hier aus sie immer siehst. Ich sehe das gut schlecht. Kann man doch hier aus dem Fenster lehnen und so. Hast ja auch irgendwie Lux. Ja, ne. Na, das hier jetzt würde ich nicht. Beide nicht vergeben. Mhm. War nochmal andersrum. Jetzt auf der anderen Seite. Na klar, Chefin. Siehst du mal, wie das ist. Mich stört das nicht. Mhm. Ja, in die Omami, wo ich älter bin. Nee, die sind alle nicht vergeben hier. Die habe ich jetzt zu Fuß abgegangen. Das ist hier die andere Seite. Nee. Necke. Nee. Ab hier. Nochmal. So, das ist besetzt. Was mit dem nächsten? Nee, okay. Gut. Dann haben wir das schon mal. Nächste Aufgabe, das nächste ist jetzt alles in Winewood. Nämlich einmal die 611. Die 611 ist da. Señorita. Jetzt gucken wir, ob das Irish Pub kurz offen hat. Okay. Wenn du jetzt hier hältst, dann ist es Slattery's. Was du meinst. Hier? Mhm. Irish Pub. Ja, das ist Slattery's. Okay, ich kenn's als Irish Pub, deshalb steht auch dran. Ja, das ist Slattery's. Warum heißt es dann Irish Pub? Weil es Slattery's ist. Und warum wird es in Wien nicht Irish Pub genannt? Weil sie sich umbenannt haben, glaube ich. Slattery's. Wurstel. Immer hast du gesoffen? Nein, noch nicht. Plötzlich. Ich kann mit der Stille nicht umgehen. Achso, entschuldige. Auch diesen drohenden Unterton von Dom gehört, als er hinter dem Kamin angestanden hat. Ich habe tatsächlich nicht gehört, was er gesagt hat. Ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. Wirklich nicht. Er hat nur mit dir geredet, offensichtlich. Mann. Ich habe es wirklich nicht gehört. Was hat er gesagt? Nichts. Er hat nur meinen Namen gesagt, aber wie? AP. Ich habe es wirklich nicht gehört. Sicher, dass du dir das nicht eingebildet hast? Hoffentlich. Schmiedeeisernes Tor zur Einfahrt. Sonst muss ich wirklich zum Baker. Das sieht aus wie Schmiedeeisernes Tor. Und das da auch. Großartige warte, Beschreibung. Warte. Großartig. 6011 sind nur zwei Häuser. Hä? 6011 ist wirklich komisch.
Ja, also entweder das hier. Oder das da drüber. Und das hat kein schmiedeeisernes Tor. Also das hier, unter uns ist das. Es ist auf jeden Fall besetzt. Ja, muss das hier sein. Bleib doch einfach hier stehen. Super. Ah, ich guck mal in den Garten. Cool. Gute Aussicht. Nice. Schick, also das würde ich auch für einen Dollar mieten. Klar. Ich glaube nicht, dass Ryan Driver hier noch wohnt. Warum? Weil ich Ryan Driver sehr gut kenne und er sich ewig nicht bei... Oh, guck mal, der Night Ride kommt hier lang. Gut, dass es so ein A-Ding ist, so ein Parkplatz. Und Ryan Driver sich seit Monaten nicht bewegt hat. Na, dann ist das Zeit für einen Notizzettel. Ja, mach ich schon. Ich hab hier noch ein paar. Ist ein Pool hinter dem Haus? Ja, Schwimmbecken. Ich überlege gerade, mach ich wieder den Einbruch? Bei dem anderen Typen übrigens in der Southside habe ich geschrieben, dass ich auch ein Southside in der Nachbarschaft suche und gefragt, wie zum Fick er das geschafft hat, ein Haus zu kriegen. You know what I mean? Aha. Ich wollte, ich habe gesehen, wir haben mich nackt im Hot Tub gebadet hat. Falls Sie diese Anzeige möchten oder das nächste Mal lieber filmen, dann rufen Sie mich gerne an. Ich habe auch Fotos gemacht. Harriet. Großartiger Zettel von dir nochmal an der Stelle. Wirklich, oder? Ich weiß halt nicht, ob der wirklich zieht in Vinewood. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist nicht das richtige Klientel dafür. Den hat mir für den Mirror Park geschrieben. Ja, ja, absolut. Ich glaube, wieder Einbruch, oder? Easy, oder? Auf jeden Fall. See is dead. Okay, Einbruch. Verhindert. In deine Schuhe gekackt habe. An deine Nummer. Ach, Mann, du. Ja? Jo. Immer so konzentriert, wenn du schreibst. Aber es ist auch schwierig, ne? Ja, also du musst mir vorher sagen, wenn du mit mir reden möchtest, während ich schreibe. Ach, ist das so? Ja. Klasse, Kippi, jetzt komme ich nicht mehr raus. Wirklich klasse. Spring rein. So, da Winter sich noch nicht gemeldet hat, fahren wir jetzt zur 604. Da steht leider auch nicht, welches Haus das ist. Es gibt wieder mehrere. Ich raste aus. Das Haus, was du angemietet habt, geben wir am besten direkt auch wieder ab. Dann haben wir es erledigt. Naja, es ist 24 Uhr. Ich denke nicht. Dein ist die Arbeit nicht mehr. Hippie? Ja. Drago ist noch da. Klingelt noch. Hab ich wieder aufgelegt, der ruft mich hier gleich.
Wäre jetzt nicht hier gleich wieder bei diesem Schänder raus? Nee. Der wohnt jetzt rechts. Suchen wir jetzt gerade? 604, keine weitere Beschreibung. Also vielleicht, also rechts, die Haus einfach vielleicht nicht verkauft. Bisher. Ah, hier ist eins offen. Gut. Steht nicht auf der Liste. Ist auch recht schön hier. Super schönes Haus. Wird es wahrscheinlich sein. Pipi? Ich glaube, es ist das hier. Das ist das Einzige, was zu ist. Das hier. Das ist echt schön, das Haus, ne? Das Haus ist echt super schön. Hätte ich ja den Scheißzettel gerade kopieren sollen, wirklich. Hm? Hätte den Zettel von eben kopieren sollen, nicht Depp. Was brauchst du denn? Ich glaube, es ist das hier. Hinten, wir müssen mal wieder deines die Arbeit machen, Pipi. Warum? Am Ende dieser Straße ist ein Haus offen. Ist natürlich die Frage, ob da eingebrochen wurde oder ob das auch zu den offenen Häusern gehört von deines. Wir tragen es einfach mal mit der Liste ein und fragen. Wir gehen mal kurz rein und gucken mal nach, was da ist. Wenn denn was im Kühlschrank ist, also auf jeden Fall kein leeres Haus von deines, weil die sind immer leer. Ich kopiere dich da. So, fahr mal ganz ans Ende. Scheiße, was für eine Nummer war das gerade? 1024, ne? Ich schreibe das mal mit dazu. Was wird das sein? Wir sind gerade bei 604, richtig? Big. Also die 1024. So. Und hier, das ist halt offen. Uff! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet hier in der Gegend. Holy shit. Nee, ist leer. Mal nachhorchen. Dann schreibe ich einfach mit auf die Liste und dann passt das schon. Und fragen wir morgen, ob die letzten zwei Häuser, die wir auf die Liste geschrieben haben, wirklich auf die Liste gehören. Weißt du? Mhm. So, Weinwood. Wir sind bei der 604. Straße. Da muss ich kurz rausgehen. Hat keinen Namen? Hat keinen Namen. Klasse. Letztes Haus. Richtung. Essen. Letztes Haus. Richtung Westen. Beschreibung des Hauses.
Hausnummer hat es doch, glaube ich, ne? Nicht alle eine Hausnummer hier? Nee, das wieder nicht. Wird so ein Garagentor vielleicht? Als Beschreibung? Einfach hölzernes Garagentor schreiben. Das ist das Haus am Ende der Straße. Wir bitten uns bestimmt demnächst nochmal dann auch noch Fotos davon zu machen, wenn wir eh schon da sind, weißt du? Weißt du? Kein Problem. Machen wir doch gern, oder? Die Straße hat keinen Namen, oder? Nee. Nö, nee, die hat keinen Namen. Krass. So, dann haben wir nur noch einen. Oh. Unter dem Baum. Bei 621. Da steht auch nicht mal die Namen. Oh Mann, auch dein ist die. Ja. Markiert. Achso. Großartig. Weiß schon, warum die uns angestehen für so einen Scheiß. Dass die da keine Zeit für so einen Fick haben, kann ich mir schon vorstellen. Nicht. Immer wenn ich die sehe, sitzen die in ihrem Büro. Dass sie keine Lust auf so einen Fick haben, kann ich mir schon vorstellen. Aha, ja, wärmer, wärmer. So, das alles hier könnte sein. Das ist, glaube ich, nicht vergeben gewesen. Oh, schick, mit der Hecke da zwischendrin und so. Weißt du? Hier vorhin immer schicke Häuser. Sehe ich nicht. Weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht vergeben. Nee, ich glaube nicht. Auch nicht. Bleibt nur noch eins. Das auch nicht wirklich. Hm. Nun. Ist das 6034, oder? Ja, 6021. 621. Ja. Das ist. Okay. Das sind vergeben? Nee. Die sind alle nicht vergeben dann. Dann sind die alle nicht vergeben. Hä? Echt schöne Häuser. Aussicht ist kacke von hier, aber es gibt schöne Häuser. Hm. Also hier wäre der Eingang ja hier. Nee, auch nicht. Hä? Die sind alle nicht vergeben. Oder das? Warte? Nee. Das ist ja andere Straßenseite. Das ist ja andere Postleitzahl, oder? Ja, das ist 60619. Oh. Sehen die das hier vielleicht als 621 dazu? Das ist eine Baustelle. Das hier? Nee. Nicht vergeben. Ah, hier wo wir hingepinkelt haben. Klasse. Echt ein schönes Haus. Das war eine Baustelle. Nee, das ist es auch nicht.
Yes. Ich habe jetzt mir noch die unter 621 angeguckt, weil die keine Postleitzahl haben, aber hier ist auch nichts vergeben. Also ich weiß nicht, was die meinen. Na, müssen wir nochmal nachfragen. Oh. Okay. Bitte. Ich kann jetzt mal richtig übertrieben noch weiter unten von der X21 gucken. Aber... den Riesenwillen hier. Shit. Schön. Schön, schön, schön. Warte, hier stehen Schüler? Ja, das sind, glaube ich, Dekostühle. Schöne Häuser, definitiv. Ja, jetzt bin ich ja wirklich ganz woanders. Oh. I don't know. Hallo. Kann ich helfen? Bitte? Hey! Alles gut. Kevin, mein lieber Mann. Was machst du hier? Ja, ich bin Sportler. Häuser checken, Häuser checken. Ach so, okay. Also nicht meins einbrechen, ne? Welches nee. Ist deins? Das da. Nee. Welches? Breck geradeaus. Ah, oh, das mit den Kameras? Oh, schlecht, nee, da würden wir nicht einbrechen. Genau. Sind die bei Kameras? Genau. Hey, John! Nee, sag mal, check wohnst Häuser, du bei 650 oder bei 651? Wieso? Wurde eingebrochen? Wurde eingebrochen? Beantwort, 650, 650. Da gab es gerade einen Einbruch. Die Ort, oh, klasse. Ja, danke dir. Ja, gern geschehen. Danke, danke. Ciao. Bei uns wurde eingebrochen. Kannst du bitte mitkommen? Okay. Kane, wir hören uns. Ja, bis dann. Ciao. Ciao, Kane. Schickes Auto. Danke. Schickes Haus. Bei Dom und mir wurde gerade eingebrochen. Und vor Ort? Ja. John hat angerufen. Mann schon ins Bett? Nee. Nee. Glaub nicht. Ruf mal an. Hat sich auch auf meiner SMS nicht gemeldet. Ja. Geht's dir gut? Ja, warum? Okay. Ja, weil du dich nicht auf meine SMS gemeldet hast und gerade bei uns eingebrochen wurde. Deswegen frage ich. Oh, entschuldige. Hä? Ich hab nicht geguckt. Das SMS geantwortet. Ja, dann hab ich nicht geguckt. Ja, bei uns wurde gerade eingebrochen. Echt? Okay, von wem? Ja, keine Ahnung. Was? Was? Da, da, was? Gabby? Rückwärts? Ja, verfolgt das Quad. PD ist auf jeden Fall schon da. Okay. Ja. Ist irgendwas hinterlassen worden? Nö, weiß ich nicht. Bin, wollte gerade nach Hause fahren, jetzt haben wir hier gerade einen Quad getroffen. Mit einem Penner drauf. Okay. Mhm. Der gerade von oben kam. Mhm. Dom, ich glaube, die Penner wissen, wo wir wohnen. Ist das möglich? Nee, eigentlich nicht. Okay, sicher? Das ist ja schon ein sehr großer Zufall, dass ein Penner mit einem Quad gerade den Berg runterkommt, wo man von uns in die Stadt runterfährt, nachdem bei uns eingebrochen wurde, gerade eben. Findest du nicht auch? Findest du auch, warum oder? Warum sollten sie bei uns einbrechen? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ja, also ich wüsste nicht warum. Okay, die fühlen sich jetzt gerade verfolgt von uns. Großartig. Ich glaube, die waren. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Großartig. Super. Bis nachher. Bis später. Ciao. Ich hab mir geantwortet. Ich glaube, wir haben sie gefunden, KP. Natürlich haben wir sie gefunden. Müsst ihr euer Haus verkaufen. Hast du die erkennen können? Ich habe nichts gesehen, echt. Das war viel zu schnell. Drei Leute auf einmal. Der eine auf jeden Fall so einen scheiß Pennerrucksack auf. Dann fahren wir nochmal vorbei. Ist ja nichts, ne? Schon wieder das scheiß weiße Auto, wirklich. Ist das nicht das illegal besetzte Haus hier? 625, warte ich mal. Vorbogen, doch. Das ist es, oder? 625? Das ist ja, das ist es. Es müsste eigentlich offen sein. Guten Tag. Hallo. Hoi, Können wir euch weiterhelfen? Ja, das Haus hier. Ist das eures? Ja, das ist meins, ja. Wie ist denn der Name? Garcia, warum? Garcia.
Interesse. Sie, der Rechtsanwalt Kassier? Nee, der Staatsanwalt Kassier? Rechtsanwalt Kassier. Rechtsanwalt Kassier. Mensch. Richtig. Ist ja ein Ding. Tatsächlich. Ich da werden ja mal mehr hier. Großartig. Hallo. Ja, ich wohne hier auch in richtig, Weinburg. Nachbarschaft. Ah, okay. Deswegen, weil wir jetzt hier, ich glaube, wir haben sie hier noch nie gesehen, oder? Ach so, ja, nee, ich habe das Haus seit ein paar Stündchen erst. Ach so, verstehe, alles klar. Richtig. Und das wollte er uns mal zeigen. Ich hätte mal eine Frage, haben Sie für mich etwas Kleingeld? Ach, na klar, warten Sie, steig mal aus. Immer doch. Wer sind Sie denn, junger Mann? Wem gebe ich denn nicht? Commander Padding. Commander wie? Commander Padding. Padding? Ja, immer drüber rutschen. Ja. Ich frage lieber nicht, wie das geschrieben wird. Hier haben Sie $50. Dankeschön. Nee, denke nicht. Großartig. Warte mal, ich schau mal da. Ja, haben wir dir angeboten, dass ich bei Ihnen wohnen darf? Haben wir jetzt die Unterhaltung gestört? Wir würden uns auch unser Haus mit angucken. Ja, gerne. Ja, cool. Wohl nur zu. Ja. Nur zu, Auto einfach in die Einfahrt stellen, dann easy. Alles perfekt, danke schön. Ja, Einfahrt ist ja groß genug, nicht wahr? Ja, sicher. Großartig. Nur nicht direkt unter das Kabot. Na, ja, das wissen wir schon. Da haben wir schon Erfahrung mit gemacht. Drin ist nicht so besonders, eher Garten ist besonders. Oh, echt? Ja, dann will ich den Garten sehen. Einmal, ja, wir müssen ein bisschen klettern jetzt. Einmal durch das Gartentor. Ah, kenne ich auch. Bei mir zu Hause ist es genauso. Kein Tor, warum auch immer. Ach, das ist Achtung, hier für die sportlichen Leute. Woo, okay, cool. Wow. Ja, also der Auftritt hier rein ist auf jeden Fall mega. Großartig. Sport hat keinen. Man braucht auf jeden Fall. Ey, die Terrasse ist sehr cool hier. Ja, die geht noch weiter ums Eck rum. Holy shit. Mega nice. Cool. Das ist das Haus, was eigentlich offen stehen soll. Das hat er für $1 pro Nacht gerade gemietet. Wow, die Palme ist ja sogar angeleuchtet. Das ist ja der Wahnsinn hier. Großartig. Und Sie sind? Harriet. Harriet. Er war mal. Achso, Sie waren mal Rechtsanwalt. Ich war mal Rechtsanwalt, ja. Ich habe zwar die Lizenz. Lizenz noch, aber ich. Sehr viele Rechtsanwälte bei mir, ich glaube. Macht das nicht mehr. Wir uns schon? Bei Reagan und Partner. Ah, hier? Nee, das sind nicht Sie. Nee, das ist der Schreibling von DOJ. Nee, ich war beim DOJ nicht. Wir waren eine freie Kanzlei. Wollen Sie mal Ihre Nummer geben? Ich brauche immer eine Nummer von Rechtsanwälten, glauben Sie. Ja, ich bin nicht mehr im Anwalt. Ach, scheiße, verdammt. Nicht. Was machen Sie denn jetzt? Ja, dann Geld ausgeben. Leben. Verdammt. Leben genießen. Aber wenn Sie einen Rechtsanwalt brauchen, ja? Dann kann ich Ihnen entweder welche von Reagan und Partner empfehlen oder direkt explizit den Herr Grimes. Den Herrn Grimes. Ja, die haben nur mal, gucken Sie, die habe ich. Sehen Sie mal. Der Herr Grimes. Ja, der ist echt super, der hat mich schon mal rausgeholt. Bester Mann. Ja, der hat mich schon mal rausgeholt. Ja, dann kann aber sein, dass ich haben Sie etwas Illegales gemacht? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich sonst Rechtsanwälte in meinem Telefonbuch haben? Also wirklich. Alter, guck mal da hinten, in der Papiertonne sind bestimmt noch ein paar Klamotten drin. Kannst du da rausfischen? Ich kann mich doch für der Dame hier jetzt nicht umziehen. Dann das gehst geht du schon. Halt ums Eck. Geht schon. Okay. Und das ist ihr Mann, oder? Naja, Lebensabschnittsgefährte würde ich es eher nennen, ne? Also ihr Freund. Ja. Haben Sie nicht vor kurzem erst geheiratet? Absolut richtig. Hat sich nicht gelohnt, sag ich Ihnen. Ja, das muss immer stimmen, ne? Naja, absolut. Und ich habe den Namen von ihrem Freund gar nicht richtig irgendwie... Lux ist das. Was? Wie? Der Herr Lux ist das. Herr Lux, was macht der? Ja, der war mal beim PD, ist jetzt auch hier arbeitslos. Arbeitslos? Gibt jetzt auch nur noch Geld aus. Ja, okay. Wir waren vorhin in der Einfahrt gestanden und dann seid ihr da dran vorbeigefahren, seid stehen geblieben und dann denke ich so, hä? Und dann wart ihr wieder da. Ich so, hä, was ist denn jetzt? Nee, das war tatsächlich einfach so, weil wir geguckt haben, dachten so, hä? Neue Nachbarn? Weil wir dachten eigentlich, das Haus ist leer. Und wo wohnt ihr? Wenn ihr sagt, kommt Nachbarn? Jetzt noch. Warte mal. Guten Abend. Ach, Schmidt, wo kommst du her? Ich wollte gerade sagen, das ja, ist doch jemand Neues jetzt. Ein Schmidt, Alter. Hi. Ein wunderschön. Er hat mir eben eine SMS geschickt, dass ich vorbeikommen soll. So komisch. Hauseinweihungsparty. Der will sich gleich umziehen. Typ. Ja. Wir verstricken uns. Wir verstricken uns. Ja, das war relativ. Fuck, warum kennt die Dame mich? Das war mehr so ein Zwangsumzug. Kann man es nennen? Herr Kassier, ehemals Rechtsanwalt. Können wir bei Reagan Partner nachfragen, wer das war? Was hast du für die Hütte hier bezahlt? Geld. $1 pro Nacht. Okay. Ich kann es dir sagen, was er bezahlt hat. Hätte mich nur mal interessiert. Geld, ich weiß gar nicht. Das lief ja über den alten Natascha, du musst das... Ich weiß gar nicht. Ist jetzt Meter, aber du musst sowas aktualisieren. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass sie hier sich eingemietet haben. Oder? Dein voriges Haus.
Wir verstricken uns hier dafür, dass sich aktualisiert hat. Nicht so wie bei der anderen Hütte. Hilfe, Dynasty, ich hasse Dynasty. Nee, das nicht, aber das gab es noch nicht wirklich so. Hasse Dynasty so sehr. Ach so. Ich glaube, er telefoniert schon mit jemandem. Ja, ich bin unten im Westpushy ganz glücklich. Ich habe mich gerade von Dom scheiden lassen, offensichtlich. Ich habe gesagt, das war nichts. Und habe mich jetzt mit KP vereinigt. Großartig. Aber, weil die Dame mich erkannt hat. Ja. Da kommt man aus dem Urlaub zurück, auf einmal passen die Schlüssel nicht mehr, ne? Ah ja, das ist echt doof. Bisschen zu lang der Urlauber. Ja, nicht wirklich, nee, eine Woche. Ach so, ja, nee, dann ist wirklich komisch. Dann, ja, das weiß keiner irgendwie so genau. Dynasty weiß auch nicht, was da genau ablief, weil die haben ja gar kein Schlüsselrecht mehr dann und sowas. Ja. Mhm. Und dann haben sie gesagt, hier, pass auf. Ich kann mir vorstellen, was gewesen ist. Das war dein Konto kurz nicht gedeckt? Könnte das passiert sein? Mein Konto ist immer gedeckt. Okay, hätte ja sein können, weil, Nee, Quatsch, mein Konto ist immer gedeckt, nee. Frag's nicht. Nix. Okay, das sind Zahlen da drauf. Uiuiui. Ui, ui. Also bei uns steht da nicht verkauft, Natascha, das ist super leid. Wirklich nicht. Möchtet ihr denn vielleicht gleich noch im Whistler vorbeikommen? Ach, bei euch eine Liste, ja gut. Wir haben eine andere. Whistler, natürlich denn da? Ja, Essen? Ich rede jetzt eigentlich nicht über euch, sondern die anderen beiden Herrschaften. Danke, dass ich so da bekomme. Ja, klar, warum nicht? Dann würde ich für euch nämlich den Laden nochmal aufmachen. Und natürlich, Pablo, du bist auch herzlich eingeladen. Pablo. Pablo Garcia, da ist er doch. Ja, aber er weiß ja nicht, was er da soll, also von daher. Ja, richtig. Ja. Also was will man schon im Whistler? Die Lieblingschefin ist ja nicht da. Die steht nur neben dir. Gut, ich weiß. Das ist ja gerade nicht im Whistler. Pablo Garcia, Nummer wollte mir nicht geben, weil er kein Rechtsanwalt ist. Dann sorgen wir dafür, dass er da hinkommt. Oh, das klingt jetzt bedrohlich. Hört sich jetzt so an, als ob du da gleich eine knifflige Kopf hältst. Ich besitze nicht meine Schusswaffe, es tut mir leid. Also ich besitze eine Taschenlampe, hilft das vielleicht? Ja, das ist ein Meinungsverstärker, ja. Mit der richtigen Schlagpräzision macht die auch aus. Ja, fragen Sie mal den Typen nach vorne. Ja? Was ich alles ausnocken kann. Tat's weh? Frau geht dir einfach unter die Haut. So muss das. Wie, diese Domain ist nicht zugelassen? Was ist das denn jetzt? Gott, auch noch, dass dir das E-Mail-Konto verloren hat, oder was? Anscheinend schon. Na, das wäre richtig krass. Existierst du überhaupt? Ja. Bist du sicher, dass du Pablo Garcia bist? Domain ist nicht zugelassen, sag mal. Bin ich jetzt behindert? Ich gebe auf die. Oh Gott, ich gebe auf die ganze Zeit mein altes Wienet-Passwort, eigentlich Idiot. Wow. Ja, lesen muss gelernt sein. Also, schickes Häuschen. Danke. Ich habe das Gefühl, meine Mitfahrgelegenheit haut gerade ab. Ja, dann muss man hinterher. Seid ihr morgen da? Oder macht ihr morgen frei? Meint ihr uns? Ich glaube nicht. Mich meinst du? Seid ihr morgen da? Dann würde ich nämlich sagen, lasst uns doch kommt dann morgen mal vorbei. Ich mache morgen den Laden auch. Achso, ja, ja, ja. Nee, das muss nicht heute sein. Alles gut. Super, dann bis morgen. Gut. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Und da jetzt? Och Gott. Ach, der Mann. Jetzt entstehen wieder Gerüchte, dass ich nicht mehr mit Dom verheiratet bin, weil es sich nicht gelohnt hat. Jetzt werde ich gleich hier verballert. Eyo, wen sucht ihr? Was ist denn los mit euch? Wen sucht ihr? Ja, euch. Was, also wieso? Ihn hier, was macht ihr? Was machst du da? Hä? Wieso ihn? Ja, wir sind gerade vorbeigefahren und er macht hier. Guten Abend. Diesen hier. Hä, Winters? Anscheinend ist da ein Problem, weil ich stand tatsächlich einfach nur da. Oh. Und dachte gerade, ich werde fast umgesägt. Wir wurden gerade in den Garten eingeladen. Ich wollte gerade sagen, wir haben so. Ich weiß, da wollte ich gerade hinfahren. Dann mach das mal. Wie macht das? Okay. Ja, können wir da kurz hinfahren, bitte? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wissen wir noch nicht. Ciao, bis zum nächsten Mal. Gute Nachbarschaft. Oh nein. Wenn Jeff das so sagt, habe ich echt kein gutes Gefühl. Da liegen bestimmt Sachen vor der Tür und das ist alles leer, oder? Also alles leer ist mir scheißegal, ganz ehrlich, aber. Nein. Ich könnte eine Zeit lang bei mir unterkriechen, wenn er wollt. Die Frage ist, war das der Penner oder war es nicht? Ich glaube es nicht. Der Penner, Harriet. Ja? Der Mann ist gerade abgehauen. Wo ist er denn gerade hin? Natürlich war das der Penner, wenn der mit Vollgas hier runterfährt. Und natürlich auch wieder ein bisschen Kleingeld haben will. Er hieß Padding oder so. Ich habe das Kennzeichen checken lassen. Ich krieg gleich die Antwort, wer es ist. Genauso wie von dem Wagen, der in der Einfahrt steht. Okay, ich weiß nicht, also, meinst du, Pablo Garcia hat sich für $1 da Dings gemietet? Ich weiß nicht. Da,
Aber sehen wir dann. Okay, hier liegt nichts vor der Tür. Ich mach die Tür natürlich wieder zu. Ich guck mal rein. Wartest du? Aber ich nehme an, die Cops waren ja schon drin. Ich wollte gerade sagen, die waren ja jetzt hoffentlich schon drin. Also wenn da jetzt gleich einer drin ist, dann greift mein Schwein aber. Mach erstmal wieder zu. Was war's? Fahrt einfach mal gucken, was los ist. What the fuck? Okay, ich glaube, es fehlt nichts. Ich glaube, es fehlt nichts. Also, ich erkenne... Ich muss leider zugeben, ich kenne unseren Kühlschrank nicht mehr so gut, aber der ist so voll. Ich glaube, da fehlt nichts. Ja, dann... Glück okay, gehabt. Guck unten nochmal. Da war ich, da war nichts. Ne, okay. Kein Zettel oder so? Wieso hat Chad das so gesagt? Das war unangenehm? Ja, klang so. Das war wirklich unangenehm. Ich war mir so besorgt. Schau dich mal. Guck mal hier. Sind das noch alle? Wieso fehlen hier Autos? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Autos hier gestanden haben. Also der blaue fehlt, mit dem ist er unterwegs. Und hier hinten fehlt noch einer zwischen. Der Champion. Warte, ich muss Dom kurz fragen, ob er seinen Champion hier weggestellt hat. Ja, oder? Wir haben ihn gestern geholt. Nein, nein, kann nicht sein. Wir haben ihn gestern geholt. Kann nicht der Garagenmeister gewesen sein. Hey. Hast du zwei Autos mittlerweile mitgenommen? Eins ist beim Tuning und das mit der anderen nicht unterwegs. Okay, gut. Alles klar. Gut, dann scheint nichts weggekommen zu sein, glaube ich. Habt ihr die gekriegt, oder? Naja, also das Ding ist halt, es ist halt nur ein Indiz, dass der Typ uns mit Volker Rache entgegenkam und dann vor uns abgehauen ist. KP hat sich das Nummernschild von den Quad aufgeschrieben, lässt das gerade checken, aber es war halt ein Penner. Ja, der mit dem Quad, was? Achso. Der mit Volker Rache, von uns weggefahren ist, also, naja. Naja. Und jetzt hatte ich gerade auf dem Weg noch Winters getroffen. Der war wohl hier bei dem Einbruch. Und der meinte mit sehr besorgniserregender Stimme, ja, geh mal lieber gucken. Und ich dachte so, okay, liegt da was vor der Tür oder was? Weiß nicht, ob er auch gesehen hat, dass da zwei Lücken bei den Autos sind oder so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er meint. Auf jeden Fall ist hier, glaube ich, nichts. Okay. Ich kenne jetzt unseren Kühlschrank auch nicht so extrem gut, aber ich glaube, da fehlt nichts, der ist immer noch rammelvoll. Ja, dann ist es erstmal so okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ciao. Ciao. Warum wissen die Penner, wo wir wohnen? Ja, was fragst du mich? Von mir bestimmt nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, Royale irgendwann mal gesagt zu haben, wo ich wohne. Ich guck hinten noch auf die Terrasse, warte kurz. Man sollte es ein bisschen offensichtlicher hinlegen, wenn man irgendwas hinterlassen möchte, ne? Dass hier alles ablaufen muss. Hä? Ja, wenn die was hinterlassen hätten, dann hätten sie es offensichtlich hinterlassen und nicht so, dass man alles ablaufen muss, oder? Ja, auch gesagt. Wollen wir einmal gucken, ob bei den Nachbarn auch reingebrochen wurde? Unwahrscheinlich. Ja, das war Kraft und Elan, ja, weil Harriet einfach weil schon wieder einen Scheiß Tag hat. Stehen hier sofort die Cops. Ja. Ich frage mich, wie Streifen das schon wieder waren. Wenn das alle waren, die gerade an dem Haus vorbei sind, dann waren es mindestens wieder drei. Großartig. Auch offen. Aber wer weiß, wie lange.
gar nicht mehr nach, wer hier wohnt, wenn ich eigentlich bin. Ich glaube immer noch Lonzo und Bunny. Bunny habe ich noch nie gesehen in der Stadt. Jazzy? Nee, hier ist du, okay. Also, okay, die also Bergen. Ein Pablo Garcia wohnt jetzt in der 625. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Hat nicht mal ein eigenes Auto, oder wie? Pablo Garcia gekauft? Fragezeichen. Also das Auto, was vorne dran steht, gehört Grimes. Kann er noch auf ihn zugelassen sein? Klar, wenn die Autos auf ihren Fremden zugelassen sind, kannst du sie nicht einen ausparken. So, eigentlich wollten wir es jetzt 6:21. Ach nee, da haben wir das Haus nicht gefunden, stimmt. 6:21 haben wir kein Haus gefunden. Dokumente. So, also eigentlich haben wir jetzt alles einmal angeguckt, das müssen wir einmal besprechen quasi. Bei dem einen, ob das, was ich jetzt angemietet habe, das von Cunningham war, und bei dem anderen wird für... Oh. Aus, das war. Oh nö. Au. Du, ist bei euch alles okay? Au. Sieht das okay aus? Gaby, ich war wieder nicht angeschnallt. Weiß ich nicht. Ich erschieß dich. Ich grüß dich, Lux. Deal, ich erschieß dich. Warum eigenhändig? Au. Ich hasse die Hills. Gaby, du hast die Kurve aber auch geschnitten. Was? Ja, das ist richtig. Ja. Nee, ich hab die auch geschnitten. Ja, ihr habt beide geschnitten. Ich bin gerade auf die Seite gefahren. Aua. Ich auch. Siehst du doch. Mhm. Oh, Mann. Also ich muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, warum ich die Hills gezogen bin. Ich hasse die Hills. Die Hills sind wirklich eine Katastrophe, die Hills, wirklich. Aber es sieht doch fast gut aus, die Karre. Also meine zumindest. Ja, du hast ja vorne den Bullenfänger dran. Ich ruf mal das MD. MD? Ja, die Frau ist nicht angeschnallt, wie immer. Hm. Alles gut, Stil, alles gut. 9:33, Weinwood, einmal ein kleiner Verkehrsunfall, aber die Dame war nicht angeschnallt. 6:33, Entschuldigung. Ja, danke. Ich habe mich jetzt mittlerweile fast immer angeschnallt. Ist nicht durch die Scheibe geflogen, hat nur mal einen Nick aufs Armaturenbrett gemacht. Nick aufs Armaturenbrett. Danke. Ich habe mich bisher jetzt fast immer angeschnallt, kann ja keiner anders so, oh Mann. Siehst du, es ist immer meine Schuld. Das ist schon okay. Gewöhnt sich dran. Ich bin heute Mittag. Ja, ich bin wieder falsch gefahren. Ich schwachmat, wie kann ich nur? Wein. Und du willst den Feierabend? Verdrück dich. Wenn in deinem Auto nichts ist, hau ab. Ciao. Nee, dafür habe ich mir das hier gekauft. Das ich will den. Genau denselben kaufe ich jetzt auch im Moment. Ich bin dran, darauf am Sparen. 55 kostet der. Ja, ich habe ihn für 45. Das ist der Zweier, den du hast, gell? Ja, ja. Der 1 ist als 10 Riesen billiger und kann man mehr dran machen. Ja, aber der 2 sieht besser aus von Stock. Ja, ich mach das den eh voll machen, ist mir völlig Wurst. Grüße. Ciao. Warum schnallst du dich denn nicht an, du Dummerle? Mann, ich hab mich eigentlich fast immer angeschnallt jetzt. Komm her. Wir sind auch nur in den Hills unterwegs, warum? Amen. Was ist das jetzt schon wieder für ein Tag, Hippi? Dynasty will uns ärgern mit den scheiß Aufträgen. Jetzt wurde bei uns eingebrochen. Wahrscheinlich von den Pennern, warum auch immer. Das heißt, die hören nicht auf. Woher auch immer die wissen, wo ich wohne. Mann, ich dachte echt, das hört jetzt auf. Wenn ihr jetzt eine Übernachtungsmöglichkeit haben wollt, ihr könnt in meinem Bett schlafen. Ich bin ja nicht so. Hm. Oh, hier ist wieder der ganze Rahmen verzogen. Wieder ein Besuch bei Alice Repairs. Deine Motorhaube steht auch hoch. Ansichtssache. Ach man. Baby, können wir nicht einmal einen ganz normalen Tag haben? Haben nur normale Tage. Dass es ein südafrikanisches Nutztier gibt, das alkoholabhängig ist, ist das so? Ist das wieder so ein Wortwitz? Hm. Aua. Ich fahr nicht mit, damit du Bescheid weißt. Alles klar. Das ist wieder Nuri. Das ist wieder Nuri. Natürlich, Nuri und Thomas, klar. Mann, du bist so ein Lauch, Mann!
Es ist diesmal nicht KP. Du bist so ein Gott. Es ist diesmal nicht KP. KP geht's gut. Und ich war angeschnallt. Ja. Ich war nicht angeschnallt. Pass mal auf, da kam ein Kollege im Gegenverkehr hoch und ist halt da uns gegen gescheppert. Ach, wei. Ja, so, Harriet, wo tut's weh? Kopf, einmal voll gegen das Armaturenbrett. Ach, die Mann, Frau ist selber schuld. Wenn sie angeschnallt wäre, wäre es nicht. Wieso geht dein scheiß Airbag nicht auf, KP? Das, weil die Geschwindigkeit nicht gereicht hat. So viel war das nicht. Klar. Okay. Gut, so, ich leuchte dir einmal in die Augen. Boah. Das Ganze ja. Jo, ja. Rechte Sauge, linke Sauge. Sein Träumchen. So, Pupillenreaktionen sind noch da. Sehr schön. So, Übelkeit, Schwindel liegt. Das Eik, Papa. Irgendwas dergleichen. Nee, im Sitzen nicht. Und im Stehen, dann lauf einmal bitte, einmal ein bisschen so 5 Schritte nach vorne. Ich hatte gerade ein Personal Training. Ja, ich auch. Oh, ein bisschen schwindelig, aber keine Übelkeit. Oh. Na? Okay, wunderbar. Aber Schwindelanzeichnungen sind nicht so gut, ne? Das weißt du selber. Ach Quatsch, das geht schon. Mhm. Okay, dann teste nochmal. Oh Mann. Wer wirft dir die Scheiben ein? Also wirklich. Das ist doch super hier. Wunderbar. Gut, sah gut aus. Okay, ja, so, pass auf. Ich taste einmal noch das Köpfchen ab. Mm. So, linke Stirn, rechte Stirn. Wunderbar. Ja. So, einmal Nackenbereich. Ja, nee, ist okay. Okay, gut. Also, kleine Brellung. Mhm. Oben an der rechten Seite verstören. Ich gebe dir ein kleines Kühlpack. Ja, super, danke. Das einmal direkt da oben drauf klatschen. Mhm, mach ich. Mhm, wunderbar. Und dann kriegst du noch eine kleine Kopfschmerztablette. Super. Wenn es schmerzmittelabhängig wieder so weitergeht, wirklich. Du, was soll ich machen? Das ist ja, ich kann dich jetzt natürlich auch mit Kopfschmerzen hier einfach rumfahren lassen, aber das hält KP halt nicht aus. Das will ich dem ja auch jetzt nicht antun. Das ist der zweite Unfall, den ich mit dem Mann hatte. Ja, der Mann bringt Unglück. Ich bin mit dem auch schon in den Pfosten gefahren. Siehst du, es bist doch du, Kippi. Okay. Was? Wunderbar. So. Danke euch. Und Kippi, ganz ehrlich, warum hast du jetzt die Motorhaube aufgemacht, als ob du dich damit auskennst? Nö, ja, aber Motor ist noch drin. Okay, ja, das ist das Wichtigste. Hab mal reingeguckt. Sobald das auch bei OPs einfach ausschneiden, ja. Ist also, noch alles drin. Magen, Darm, Milz, Leber. Legen wir noch was rein. So, ein Tupfer, fertig, passt so. Ja, Hauptsache, man kommt am Ende auf die Summe der Teile, ne? Das ist einfach nur wichtig. Richtig, ganz genau. Ey, wir haben 20 Leute im Einsatz. Warum kriegen wir immer nur euch? Hey, hallo, was soll das denn heißen? Ja. Seid doch froh, Mann. Ja, schon, aber ich... Wenigstens wird's hier nicht eintönig mit uns. Ja. Ne? Immer unterschiedliches Krankheitsbild. Das stimmt. Das stimmt. Ich freue mich Wenn schon ihr Glück habt, habt ihr so nachher noch den besoffenen KP. Ja, ich freue mich schon 4 Stunden, wenn ich wieder hier Taxi fahren darf. Wenn du hier besoffen auftauchst, wenn ich heute einen Einsatz mit dir erlebe, weil du hacke dich bist. Die Beste. Dann gibt's aber sowas von auf den Dötz. Ja? Haben wir uns verstanden, Junge? Dann ruf das Baker an, KP. Ruf das Baker an. Was? Weil sonst kannst du niemand mehr anrufen. Wer, du rufst das Baker an, du. Ich sag dir das. Ich hol dich nie wieder Rotze vor. Aua? Bisschen los. So. Nimm mal deine Frau mit, Thomas, ja. Nimm deine Frau mit. Thomas, pass auf deine Frau auf. Die ist groß genug, du sagst dir das. So, ich würde mir mal... Danke, ihr Lieben. Ciao. Ich dachte, 1,61 mit High Heels, aber sag ich es nicht. So, ich wünsche dir was. Schönen Abend. Ciao, ihr Lieben. Und pass auf, allerdings habt ihr geholt und so? LSUP oder... Ja, alles gut. Wunderbar. Gut, dann geht aber wieder von der Straße hier, sonst muss ich wiederkommen. Ja. Tschüss. Sicher, dass der noch fährt? KP, wenn er so verzogen ist, fährt der nicht mehr. Also nicht mehr dahin, wo du möchtest.
steht er doch gut. Hast du Alice Otto wie Pest angerufen? Wenn ich davon anrufen soll. Ich will da eigentlich nicht stammen, ich brauche eine Stempelkarte bei denen. Ja, yes. Wenn jetzt wieder Tracy dran geht. Bitte, Lux, ich brauche mal einen Abschlepper bei 633 in Vinewood. Mann. Ich wollte den einfach selber. Wen holst du selber? Wollte ich schon mal mit dem Auto. Er beult schon mal ein bisschen aus, weil ihr es nicht gehört habt. Mit dem Baseballschläger. Nee. Komm mit. Das ist nicht weit bis zu mir. Nee. Wir warten jetzt auf den Abschlepper. Warum soll man nicht abschleppen? Ja. Wolltest du schon mal mit dem Abschlepper mitfahren? Ja, hinten drauf. Wenn du John fragst, bin ich auf jeden Fall schwer genug dafür. Niemand interessiert sich für John. Ey, John hat mich vorhin nicht angerufen, dass bei uns eingebrochen wurde. Stimmt. Der hat mich direkt angerufen. Kannst du mir jetzt nochmal kurz erklären, wie dieser Obdachlose zu den zwei, drei Leuten da kommt? Keine Ahnung. Wohnt er damit oder wie ist das? Naja, der ist da, glaube ich, gerade hingefahren, als wir das gesehen haben. Ist da kurz ausgestiegen, weil da Leute waren und wollte vielleicht sich ein Alibi holen oder so. Wäre jetzt mein Plan. Und dieser Garcia meinte halt so, ja klar, wenn du obdachlos bist, kannst du auch bei mir pennen und so, bla bla, hier hol dir da Klamotten raus und so. Ich glaube, die haben sich erst kennengelernt, als wir quasi den Obdachlosen in seinen Arm getrieben haben. Weißt du, was ich meine? Mhm, verstehe schon. Ich glaube, ja, der Obdachlose vertritt die. Ist, was ich meine. Ich glaube nicht, dass sie direkt zusammenhängen. Wer war nicht die Frau und warum wusste ich, dass sie geheiratet habe? Ich habe übrigens vor der Frau gerade zugegeben, dass ich nicht mit Dom verheiratet bin. Ich habe mich von Dom scheiden lassen und du bist mein Lebensabschnittgefährte. Die Frau hat mich erkannt, Mann, was soll ich machen? Ja, ist echt doof gelaufen, Mann. Weiß nicht, wie ich damit heute umgehe. Wenn das jetzt kein Ermittlungserfolg wird, dann habe ich echt ein Problem. Das nächste Gerücht. Hm. Ja, Tracy ist da. Glaube ich, oder? Nee. Grüße. Hi. Was ist denn damit passiert? Wir hatten einen Frontalzusammenstoß, rechts vorne, also links vorne leicht versetzt. Mit einem Dubster. Der hatte mal einen Bullenfänger vorne dran. Geschwindigkeit war so sehen mit mir, weil wir beide gerade in die Kurve sind, haben wir ziemlich runtergebremst. Black Eyes gibt's Two Girls One Bordstein schon auf OnlyFans. Kommt ihr hier weg? Es gibt nur eine Kopie. Achso, das finde ich praktisch. Es gibt nur eine Kopie und die hat die mit. Dann nehmen wir das mit und, achso, hat man die Nummer, haben wir, ne? Ja, die haben wir. Ja, habt ihr. Bin öfter Kunde, quasi. Ja, wir speichern uns keine Kundendaten. Das machen wir nicht. So, nee, dann melden wir uns, wenn er fertig ist. Oder wollt er mit, oder, also, was habt ihr vor? Ich glaub nicht, oder? Wir haben ein Auto direkt eine Straße weiter stehen. Ja, wir bleiben hier. Gut. Dann melden wir uns. Ciao, komm, danke gucken. Euch. Danke. Ciao, bis denn. Tschüss. Tschö. Ciao. Deine Antenne. Jetzt mach nicht noch einen auf Kurt Schaller, du Lück. Muss ja ein bisschen an seinem Beruf arbeiten. Mhm. Was klotzen die Leute eigentlich alle so, wirklich, ey? Ich hab da schon wieder Biker-Klamotten drin gesehen, ich sag, wie es ist. Hm. Den geilsten Namen habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Naja, wir waren zu zweit, die hatten, glaube ich, nur einen Platz, ne? Mhm, jo, wenn ja nur einer einsteigen. Komm. Hm. Nein, lass mich einfach sitzen, lass mich einschneiden. Komm mit. Lass mich einfach zuschneiden, das passt schon. Nein, komm. Doch, lass mich. Hack dich unter, großartig. Nein, lass mich doch einfach hier zu. Will mich hier zuschneiden lassen. Oh, was soll das jetzt hier? Lass mich einfach hier zuschneiden. Wie verarschen? Das ist schon wieder ein scheiß Tag, Mann. Was will denn das jetzt Würmchen? Gestern war ein scheiß Tag, heute ist ein scheiß Tag. Gehst du so weiter? Behorch deine. Ich gehöre jetzt auf die Straße, richtig.
jetzt auf die Straße. Deinem Leben. Das ist meine Straße jetzt hier, geh weg. Ja, genau. Geh weg von meiner Straße. Du hast die Frau von der Straße bekommen, aber die Straße nicht aus der Frau, ne? Richtig. Ich bin die Southside, Mann. Ich bin die Queen of the Southside, Penner. Ich bin Queenie. Jetzt ruft mir die unbekannte Nummer an. Das ist, glaube ich, der erste Erfolg für die Einbrüche. Ja, dann geh mal ran. Harriet hier! Ist da Harry? Harriet! Harriet! Ja, hi! Hi! Ja, ist das irgendwie so eine Masche? Was meinst du denn? Mit dem Zettel vor der Wohnungstür oder Haustür? Nee, wieso? Weiß nicht, was du meinst. Wieso Masche? Naja, so ein Zettel hinterlegen mit einer Telefonnummer und einer komischen Story. Ja, hat doch funktioniert, oder nicht? Vielen Dank dafür. Ich habe aber diesbezüglich kein Date. Kein Interesse. Ich will da. Alles gut. Ich will da jetzt nichts, ne? Er hat doch gesagt, ja. Ich will nur einen Kaffee. Er hat ja nicht gesagt, dass ich irgendwie ein Date will. Nee, hier mein Kollege, weiß ja, von der Seite. Immer lustige Kommentare. Ja, klasse. Sag mal, mit wem spreche ich denn? Mit Max. Max? Ja, in dem Haus wohnt ein Max, genau. Alles klar. Aber nicht, ja. Nicht Oberspree, oder? Warum? Okay, also doch Oberspree. Alles klar. Ach du heilige Maria, was denn? Hab ich denn jetzt verpasst? Alles gut, alles gut. Achso, du hast zwei Häuser, Max. Ist ja der Wahnsinn. Ja, ein kleines und ein größeres. Ja, gönn dir, würde ich sagen, gönn dir. Naja, wenn du wüsstest, was das große kostet. Ja, was kostet's denn? $1. Was schätzt du? Also, wenn ich das Haus richtig in Erinnerung habe, bestimmt 3 Millionen oder so. Und so pro bei der Miete? Ja, da weiß ich, dass es da einen Maximalbetrag gibt, aber den kenne ich nicht. Also pro Woche. Auf Seite, Harriet. Ja, kann sich halt nicht jeder leisten, ne? Kann sich nicht jeder leisten, ist schon klar. $1. $1? Echt? Warte. Ja, schau dich mal in der Stadt um. Oh, klasse. Ist ja super geil. Warte mal, wo war das Haus gleich noch? Also, kann ich dir den halben Dollar dazugeben zur Miete, oder wie ist das? Ist das jetzt doch eine Art Date, oder wie? Nö, das ist jetzt eine Wohngemeinschaft, das ist kein Date. Wohngemeinschaft? Ja. Klingt auch spannend. Ja, siehst du? Kann man auch so nennen, ja. Oder warte mal, du hast gesagt, dein Kollege ist noch da. Wohnt er da auch? Dann brauche ich nur 33 Cent, das ist ja großartig. Nee, der hat ein eigenes Haus oder ein eigenes. Nee, dann machen wir 50-50. Der ist selbstständig, also gut. Der ist selbstständig, guck mal. Großartig. Ja. Aber es war das in Vinewood, ne? Das große. Bei Richmond. Ach, bei Westlich. Richmond das. Ja, alles klar. Ja, Cougar Street. Oder so. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas war das, genau. Ja. Na, was machst du denn jetzt noch? Ja, willst du doch einen Kaffee trinken? Ja, warum nicht? Na, siehst ist du? Kalt. Ist kalt, auf jeden Fall. Ich wollte tatsächlich, eigentlich bin ich gerade auf dem Weg ins Bett tatsächlich. Witzigerweise. Ja, ich eigentlich auch. Klasse. Ja, dann machen wir das mal anders, ja? Alles klar. Meld dich nochmal, Max. Ciao. Ja, gerne. Ciao. Ach, verdammte Kacke. Hä? Hey, der Zettel lag da schon ewig nicht mehr da. Der hat jetzt von der Cougar Street da hier, Cougar Avenue gesprochen. Fuck, ey. Das wissen wir doch schon längst. Die Nummer haben wir doch auch schon. Puh. Er hat jetzt das auf den Zettel geantwortet. Oh, was? Maximilian Oberspree war das. Ja, dann der wohl in der Cougar Avenue, ja. Er meinte, er hat ein großes und kleines Haus. Der hat mir verraten, dass er $1 bezahlt. Verdammt, ich dachte, wir haben jetzt einen neuen. Ach Mann, das war Maximilian Oberspree. Ich dachte, der hat sich noch ein Haus geholt, weißt du? Ja, Fuchsbasis. Ein paar $1 Häuser schnappen. Ein paar $1 Basis, genau. Und dann teuer verkaufen oder so. Ach, guck mal, wir sind ja sogar mobil. Ach, Mann. Ich muss mich kurz hinlegen auf dein Sofa. Na klar, diesmal bin ich der Schoß, ja? Mhm. Fertig. Scheiße, Mann, ich dachte, wir haben hier ein neues. Das ist jetzt enttäuschend. Da wir haben wir so ins Zeug gelegt, weil der wollte eigentlich schon wieder auflegen. Ach, Mann. Also, guck Masche, mal, ich hätte jetzt den Kaffee noch bekommen. Ja, der hat gefragt, ob es eine Masche ist. Ich hätte den Kaffee aber noch gekriegt. Das ist eine funktionierende Masche. Das ist eine funktionierende Masche. Meine Schuhe ausziehen? Ist egal. Okay. What? Oh Gott. Nee, ich zieh die Schuhe lieber aus. Ein bisschen rutschig mit. Auch lieber mal. Hm. Kacke. Jacke kann ich leider nicht ausziehen. Alles gut. Schon voller Vorfreude, die Liste wieder aufgemacht, Mann.
Ach Mann, KP, ich kann mich nicht mal hinlegen. Doch. Scheiß Training bei Oak, wirklich. Ja, seitdem. Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung. Ja, alles klar. Entschuldigung.